Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stray Blade. So, wir befinden uns noch immer in der Xenon-Ader. Wir müssen eigentlich woanders hin. Wir brauchen unbedingt mal eine Schmiede. Eine normale Schmiede. Uns fehlen noch so viele Wiedergeburtsschreine. Was? Wir brauchen erstmal eine andere Waffe. Irgendwas anderes. Das hier war, glaube ich, ganz cool. Hier aber auch nirgendwo eine Schmiede haben. Was sind denn das für Dödel? Ich kann jetzt nicht extra zurückgehen. Ich will da hoch. Wie komme ich denn da hoch? So ein bisschen das Gefühl, ich laufe hier nur im Kreis. So, da ist ein Wiedergeburtsbäumchen. Aber das ist doch wieder falsch. Ja. Wir sind echt im Kreis gelaufen. Boah, das ist ja gemein da hinten. Ging es ja nicht weiter. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. Müssen wir jetzt doch woanders hingehen und müssen die Xenon-Ader hinter uns lassen. Wir versuchen jetzt einfach mal woanders hinzukommen. Ja, das sieht auch so aus, weil hier müssen wir bestimmt hin. Okay, gut. Wir versuchen jetzt mal auf diesem Weg hier zu bleiben. Ich frage mich irgendwie immer so ein bisschen, gegen wen haben die denn hier gekämpft, dass sie so aufgespießt wurden? Ja, da geht's woanders hin. Dann gehen wir einfach mal woanders hin, würde ich sagen. Ist da oben was? Nee, nicht so. Ah, da kümmerst du. Gut. Ich verstehe das, was du möchtest von mir. Es war nicht besonders gut. Steinbaumschlucht. So. Hey, bitte was? Steinbaumschlucht? Ich komme hier doch gar nicht. Kann man doch gar nichts machen. Okay, gut, für die eine Herzbeere hat sich's eigentlich schon gelohnt. Da vorne ist nämlich schon die nächste. Vielleicht können. Achso, da oben waren wir ja. Hä? Schon drei. Und da ist noch eine. So, jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg. Ja, die Xenonarbe, das ist schön. Gucken einfach mal, ob man da jetzt irgendwo hinkommt.
Das mit der Schlucht, das hat ja nicht so viel gebracht. Nein. Nein. Ist hier oben irgendwas? Hier gab es nur die Farbe. Vor allem, dass ich eine Farbe direkt am Anfang finde, ist irgendwie auch seltsam. Was ist denn das da hinten für ein Gebilde? Boah, ich habe voll Hunger. Ah, na endlich. Okay. Hier haben wir noch einen. Und noch eine Herzbeere. Ah ja, hier unten sieht sehr unerforscht aus. Das ist doch schon mal... Wieso eigentlich? Ich habe doch da oben schon die Karte mitgenommen. So, dann gehen wir mal hier los. Da hinten ist auf jeden Fall... Schön. Oh Gott. Okay, die Kleine hat mich nicht angefallen. Da ist endlich eine Schmiede. Boom! Your life ends, mine continues. Wir schmieden mal schnell dieses Schwert. Wait for it. Out, 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 out. Harder. Carefully. With feeling. Okay, quench it. Not bad. Not bad at all. Falscher Knopf. Let's go. Wir haben ja von allem genug. Wait for it. Out. Out, 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 out. Harder. Carefully. With feeling. Okay, quench it. Not bad. Not bad at all. So. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt Neues? Dieses Löwending, oder? Mantel der Tapferen? Edle Tracht. Nee. Hm. Neue Helm vielleicht? Nee. Hm, ich weiß nicht. Wir prügeln die jetzt erstmal. Arcane Blast! Au. Ich glaube, der wollte mich jetzt umbringen, glaube ich. Knochenstaub. So. Das kann wieder ein bisschen verschwenderischer sein. Da geht es auch irgendwo hin. Gucken wir, was wir hier haben. Was hat sie gesagt? So I live another day. Hm. May their spirits find into the flux.
Ja, Kampfrüstung. Wir können was Neues bauen. Warte mal, hier oben. Ist hier vielleicht irgendwo eine Weisheitspunktetafel? Wo soll die denn sein? Also wenn ich die nicht von hier sehe, dann gibt es die doch nicht, oder? Hä? Wir sind doch jetzt ganz oben und da muss irgendwo noch eine Tafel sein. Aber da leuchtet gar nichts. Da leuchtet was. Normalerweise sieht man das doch. Ist irgendwo verbuddelt? Ah gut, wir kommen ja nicht mehr hoch. Dann snack mal die mal schnell. Oh, geht's hier hin? Gotcha. Ah! Aua! Ach ja. Wir sind ja stattdessen da hochgegangen. Okay. Let's go this way, Fahrer. Ah, das ist die Steinbaumschlucht jetzt wirklich. Nicht nur ein Stück davon. Oben ist ein Übertritt. Let's explore a bit. We don't have to hurry, right? Right? Right, right. Spürbare Hitze betritt das Singanda-Ödland. Wir haben hier einen Regionenwechsel. Grüner Farn. Oh nee, da muss ich hin. Da will ich aber nicht hin. Oh. Da kann ich nicht vorbeigehen. Entscheidung zu bleiben. Die Entscheidung, ob wir in Agria bleiben wollten oder nicht, war nicht leicht. Uskol, Ingla, Tetsu und ich haben tagelang diskutiert. Generationen an Elisine bereisten ohne Rast die Welt. Und wir konnten jetzt mit einem Wort diese Tradition beenden. Ingla sagte als erstes, dass wir bleiben sollten. Sie sah Potenzial in den Metallen, den Pflanzen und dem mysteriösen Turm. Ich stimmte ihr zu, denn ich war genauso neugierig wie sie. Doch Uskol zögerte. Er wollte unsere Gemeinschaft jemandem beschützen und das Risiko nicht eingehen, dass diese Entscheidung jemandem schaden würde. Da wir daran glauben, dass die Mehrheit bestimmen sollte, lag es am Ende an Tetsut. Hätte er sich dazu entschieden, weiterzureisen, dann hätten wir das getan. Tetsut, der jüngste von uns, sah eine Chance, alles zu ändern. Er war sich sicher, dass wir die Elisine in ein neues Zeitalter führen konnten. Eine neue Ära, in der wir nicht mehr nach einer Heimat suchen müssten und uns endlich auf unsere Alchemie konzentrieren könnten. Und so blieben wir. Und so blieben sie und wurden die Herren dieser Welt. Astounding! There is always more to find. Let's shake things up. Good news. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Oh, feeling better already. Gut, war doch ganz gut. Runtergefallen sind. Multi-Boom!
Often a detour proves more exciting than the main path. Deswegen machen wir das. Deswegen gehen wir hier lang. Voll krass hin. Och nö. Wir sind wieder unten. Ganz unten. Wie komme ich wieder hoch? Reißtor. Ja, ich suche immer noch ein Steinchen. Geistertor. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder dahin, wo ich eigentlich hin wollte? Ich glaube, da hätte man eine Abkürzung machen können. Also der Schnellreisepilz, der bringt uns nichts, weil der schärft uns ja nach unten. Wir wollen nach oben. Guck mal da. How far can I go? Na, wie kam ich denn wieder da hoch? Jetzt krauche ich wieder hier unten rum. Ja, ich sammle dich hier ein. Au. Türkis. Orange. Ich will schon gern nach oben wieder. Muss ich ehrlich sagen. Komme ich denn da wieder hoch? Habe ich alles gemacht, ja. So. Zwei Weisheitspunkte. Blöd. Blöd. Ist gerade ein bisschen blöd. Wie komme ich da hoch? Ich bin einfach irgendwo hochgestolpert. Bin ich in die Höhle gegangen. Ah, wieso? Geistertor ist ja wunderschön. Boah. Ist gar nicht abgezogen. Warum das denn? Hier geht's doch einfach nur zum Pilz. Ja. Nichts. Es hat nur Verführer. Achso, man kann da hoch. Verführerisch geleuchtet. Das bringt einem halt nichts hier, wenn man hier hochgeht. Das bringt dann auch nur darüber. Also so richtig bringt es nichts. Diese Leiter hier können wir leider nicht mitnehmen. Komm ich denn jetzt wieder da hoch? It always proved useful. Nee. Nee. Wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Ich bin wo runtergefallen. Es ist alles ein bisschen blöd gewesen gerade. Bitte lass es richtig sein. Oh, ja. Nee. Doch. Doch. Da was? Nee.
Na endlich. So. Damit so ein blödes Zeug nicht mehr passiert hier. Hear my call, Manonite! Aha. Astounding. There is always more to find. I am certain I recognize this area. Boji, are we going in circles? Oh my. Noch nicht. Da oben ist Elysine entworfen, wir kommen nicht hin. Boji Boom! Let's come back later again. I will definitely find out what this is. Gibt's schon wieder weiß? Gelb-weiß. Aber nur ein bisschen gelb. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo der Elysine-Entwurf ist. Au. Muss man nämlich da hoch. Au. Na super. Das ist jetzt doof. Eine Brücke. As helpful as beautiful. Don't. Ja, hier ist jetzt leider der Elysine-Entwurf. Aber man kennt es, dass man nicht sofort weiterkommt, ist ja klar. Nein! Oh! Okay. Oh! Ready again to fight. Let's shake things up! Manonite. Ist das da ein Baum? Es ist schon ein Baum, aber nicht so ein Baum, wie ich dachte. Verdammt, wir sind wieder im Geistertor. Ja, gut, schlimm ist es nicht. Wir haben ja... Okay, also wir haben... Wir haben wenigstens... die Verbesserung. Zwei Weisheitspünktchen. Oh, guck mal da, wir haben was Neues gelernt. Cool. Was ist das? Wahrer Mut. Effekt stellt deine gesamte Energie wieder her, wenn du mit weniger als 20% Gesundheit einen Gegner triffst. Interessant. Warum ist das hier nicht benutzt? Es ist schon benutzt alles, oder? Man muss es nur noch mal neu angucken. So. Okay, 1-1 und da oben weiter. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.
Oh, ich habe vergessen, was zu machen. Bis dann.